Beim Gebrauchtwagen-Check haben wir den Ford Focus 2, wie er gebaut wurde von 2005 bis 2011. Hier haben wir ein seltenes Fotofahrzeug. Wir haben einen Dreitürer, was relativ selten ist, denn meistens wurden sie als Fünftürer und als Kombi ausgeliefert. Das Turniermodell, das war das beliebteste Modell bei Ford. Damals Besonderheit der allergiegetestete Innenraum, was heute oft in Vergessenheit gerät beim Ford Focus, ein dieser zweiten Generation. Es gab bei den Motoren einen 1,4 und 1,6 Liter. Es gab einen 2,0 Liter Motor. Es gab natürlich die Dieselmotoren 1,6 DTCI wie 1,8 TTCI. Motoren bis zu 150 PS, 140 im Dieselbereich und 150 im Benzinerbereich. Ja, beim Ford Focus, wie gesagt, gab es mehrere Varianten. Es gab den Dreitürer, Fünftürer, es gab ihn als Touring, Stufenhecklimousine und sogar als Cabriolet, was wir hier leider nicht haben. Wir haben hier, wie gesagt, den Dreitürer. Ja, zu den Stärken und Schwächen des Ford Focus 2, wie er von 2005 bis 2011 gebaut wurde, zählen die gute Rostvorsorge, der allergiegetestete Innenraum, die angemessene Qualität, die deutlich besser war wie beim Vorgänger, und die recht soliden Benzinmotoren. Schwachstellen bei den TDCI-Motoren versagten oft die Diesel-Einspritzpumpen. Ja, es gab hin und wieder mal Probleme mit der Abgasanlage, die nach einer gewissen Zeit durchgerostet war. Ölverlust an Motor und Getriebe, dann kratzempfindliche Materialien im Türverkleidung und Cockpitbereich. Von uns bekommt der Focus 2 3 von 5 Sternen und ein noch empfehlenswert.